Zum Abschluss unserer Woche in den französischen Alpen sind Christine und ich heute durch das Vallée Blanche gefahren. Eine der längsten, wenn nicht die längste Abfahrt in den Alpen oder sogar auf der ganzen Welt. Und zwar von 3840 Metern der Agy du Midi runter bis nach Chamonix. Das sind 2800 Höhenmeter und über 20 Kilometer. Aber das ist nicht der Grund und der Inhalt des Videos, sondern wir haben an diesem Tag einiges vom Skiguide, vom Bergführer Olivier oder Oliver gelernt. Und ich denke, Mitarbeiter in Steuerberatungskanzleien können sich eine ganze Menge von einem guten Bergführer abschauen. Abgesehen davon, dass er hochkompetent ist, also sich in seiner Sache richtig gut auskennt und auch eine ganze Menge Sicherheit ausstrahlt, weil er eben die Erfahrung hat, kommen ein paar Eigenschaften dazu, die nicht unbedingt ein Bergführer haben muss, denn Kompetenz, das setzt man ja voraus. Und zwar extreme Hilfsbereitschaft. Das heißt, wann auch immer etwas zu lösen war, dann war er sofort hilfsbereit und hat eigentlich uns fast schon die Wünsche von den Augen abgelesen, beziehungsweise im richtigen Zeitpunkt seine Hilfe angeboten. Und dann, das war glaube ich sehr entscheidend, hat er uns immer vorweg schon auf alle möglichen Gefahren hingewiesen. Und ich denke, das ist eine Eigenschaft, die auch Berater haben sollten oder Mitarbeiter im Beratungsunternehmen. Früh genug darauf hinzuweisen, wenn es das eine oder andere Problem geben kann, und dann kann man sich auch besser darauf einstellen. Eine weitere Eigenschaft war, dass er uns auch immer wieder mal die Wahl gelassen hat, im Sinne von, ob wir links oder rechts fahren wollten, hat uns erklärt, was der Unterschied ist, und wir hätten die Wahl gehabt, haben uns aber auf seine Empfehlungen verlassen, weil er ja der Profi ist. Dann hat er auch noch Dinge gemacht, die man nicht typischerweise von einem Bergführer erwarten kann, und zwar sich in unsere Lage hineinversetzt und uns gleich zu Beginn angeboten, mehr oder weniger uns fast keine Wahl gelassen in der Beziehung, und uns angeboten, die Fotos zu machen. In dem Sinne, konzentriert ihr euch auf Skifahren, ich sorge dafür, dass ihr tolle Fotos von dem Tag in Vallée Blanche habt. Und das ist eigentlich ja nicht Aufgabe des Bergführers, aber für uns extrem angenehm, nützlich und hilfreich. Und zum Schluss noch eine kleine Überraschung, und zwar extrem serviceorientiert, da wir am Ende des Vallée Blanche ungefähr 10 bis 15 Minuten Fußmarsch gehabt hätten, hat uns angeboten, dass er sein Auto von sich zu Hause holt und uns mit seinem Auto zurückfährt ins Hotel. Also in Summe eine geniale Erfahrung, und ich denke, von diesen Eigenschaften hochkompetent, extrem hilfsbereit, die Wahl lassen und trotzdem entscheiden, Gefahren oder Probleme vorhersehen und dann noch Dinge zu erledigen, mit denen man nicht rechnet, wie Fotos, und obendrauf noch ein sensationeller Service mit einem Taxi zurück zum Hotel. Also das sind Dinge, die in der Steuerberatung angepasst mindestens genauso zählen für eine echte Klientenbegeisterung. Nehmen Sie das als Anlass, Ihre Dienstleistung zu hinterfragen und sich die Frage zu stellen, was können wir in der Steuerberatung von guten Bergführern lernen? Liebe Grüße von hier aus Chamonix.